dass Untertitel mega wichtig sind, ist dir sicher klar. Und ich habe dir in diesem Video gezeigt, wie du Untertitel automatisiert mit dem Speech-to-Text-Tool in Premiere mit AI erstellen kannst. Web-Videoformate im 9:16, die sind mega trendy, zum Beispiel in TikTok, Instagram oder YouTube Shorts. Was die gemeinsam haben, ist die Lebendigkeit und der Speed. Das gilt fürs Bild wie auch für den Ton, aber natürlich auch für die Untertitel, zum Beispiel mit In-Animationen, Out-Animationen oder Übergängen zwischen Untertiteln. Und diese kannst du jetzt in Premiere 23.2 selbstständig erstellen und als Preset abspeichern. Ich habe hier bereits eine Sequenz vorbereitet in Premiere. Der Inhalt ist bereits transkribiert und Untertitel sind vorhanden. Jetzt könnte ich eigentlich das Video mit den Untertiteln eingebrannt rausrechnen. Allerdings gefallen mir hier die Untertitel-Fonts und auch die Größe nicht. Das kann ich jetzt anpassen, indem ich den Untertitel auswähle. Das ist mal das Erste, das ich mache. Und danach werde ich das umwandeln in Grafikteile. Diese Grafikteile, die werde ich dann nachher in einem zweiten Schritt animieren. Jetzt aber zuerst mal die Font. Die kann ich jetzt anpassen, indem ich den Untertitel auswähle. Essential Graphics. Text auswähle und dort wähle ich eine Font wie zum Beispiel die Museo, die gefällt mir und die Schriftgröße passe ich noch etwas an. Jetzt können wir auch sehen, dass die anderen Untertitel noch nicht mit diesem Stil versehen sind. Das kann ich jetzt machen, indem ich von diesem Untertitel und diesen Anpassungen, die ich gemacht habe, den Spurstil erstelle und dann Stil erstellen und der Titel Studio 1 nenne ich das mal. Und sobald ich hier diesen Spurstil erstellt habe, dann sind alle anderen Untertitel im selben Stil angepasst. Nach wie vor kann ich noch nicht Animationen anbringen, deshalb muss ich diese umwandeln in Grafiken. Als erstes möchte ich diese Untertitel duplizieren, damit die mir nachher immer noch zur Verfügung stehen. Das mache ich, indem ich eine neue Untertitelspur hinzufüge und dann diese Untertitel hier. Ich mache das hier mit dem Spurauswahl nach rechts, mit gehaltener Shift-Taste, mit gehaltener Alt-Taste nach oben schiebe, damit ich die wenigstens als Archiv noch habe. Diese Untertitel sind ausgewählt. Jetzt gehe ich auf Grafiken und Untertitel, Beschriftung auf Grafik aktualisieren. Das ist der neue Command ab Premiere 23.2. Das heißt, ab jetzt haben wir genau denselben Stil wie vorher, aber es sind nicht mehr Untertitel, sondern Grafiken. Und hier haben wir Möglichkeiten, zu animieren. Diese Animationen mache ich vorzugshalber mit einer Einstellungsebene, damit ich die unterschiedlichen Grafikelemente miteinander verbinden kann. Ich erzeuge mal ein solches Objekt, eine Einstellungsebene, füge diese Einstellungsebene oberhalb der Grafiken hinzu. Jetzt stellt bitte sicher, dass die Dauer dieser Einstellungsebene etwa 18 Frames lang ist und bestimmen dann den Mittelpunkt dieser Einstellungsebene. Und das habe ich so programmiert. Jetzt gehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 und drücke hier mit dem ausgewählten Clip, also der Einstellungsebene, auf die M-Taste, damit ich eine Marke hinzufügen kann. Das ist für uns nachher wichtig, damit wir das mit dem Snapping perfekt platzieren können. Auf diese Einstellungsebene können wir unterschiedliche Effekte hinzufügen. Diese können wir aus dem Effekte-Panel auswählen, und zwar unter Video-Effekte. Zum Beispiel den Transformieren-Filter unter Verzerrung, den kann ich applizieren. Sobald ich irgendetwas anpasse, siehst du, dass alle darunterliegenden Clips, also auch das Video und natürlich auch die Untertitel, mit animiert werden. Das ist der Trick mit diesen Einstellungsebenen. Das heißt, wir müssen uns etwas anders organisieren, indem wir nämlich die Einstellungsebenen und die Grafikelemente in eine Unterkomposition verschachteln. Das mache ich, indem ich alle Clips auswähle, rechtsklicke, verschachteln klicke. Nun habe ich eine Sequenz in einer Sequenz. Mit einem Doppelklick gelange ich in diese Untersequenz hier. Hier sehen wir untertransformieren die Position. Bitte nicht unter Bewegung die Position wählen, weil dort nichts passiert. Ich gehe an den Start der Einstellungsebene, erstellen den Keyframe für die Position. Jetzt gehe ich mit der Maus zu unserem Marker, nämlich dort, wo der Schnitt passiert, und führe den Untertitel so weit runter, dass ich den nicht mehr sehen kann. Okay, dann gehe ich ein Frame weiter und führe die Animation so weit nach oben, dass der oberhalb der Originalposition zu liegen kommt. Und dann wähle ich den ersten Keyframe aus, die Originalposition, kopiere diesen mit Command C und gehe so auf Frame 10 ungefähr und paste den rein. Damit haben wir eine Animation von oben nach unten, dann kommt die nächste Grafik, nämlich der nächste Untertitel, und kommt dann so rein. Ich lasse es mal spielen.
Jetzt wähle ich alle Keyframes aus, mache einen Rechtsklick auf einen der Keyframes, zeitliche Interpolation, Bezier. Damit haben wir eine weichere Bewegung. Wenn ich das aufklacke hier, dann sehe ich, dass die Animation nicht mehr linear ist, sondern wir eine Beschleunigung haben. Das sieht doch einiges nicer aus als vorhin. Schauen wir das mal an. So. Damit es jetzt auch etwas realistischer aussieht, würde ich hier empfehlen, dass du noch eine Bewegungsunschärfe reinmachst. Das kannst du machen zu unterst im Transformieren-Filter Verschlusswinkel. Den kannst du auf 360 anheben, also auf das Maximum. Das heißt, sobald hier eine Bewegung reinkommt, macht er automatisch eine Bewegungsunschärfe. Ziemlich cool, oder? Schauen wir das mal an. So, that's it eigentlich. Diese Animation kann ich jetzt ganz easy kopieren, indem ich mit Alt rausziehe. Jetzt seht ihr, was der Vorteil ist, indem man mit Marker arbeitet, weil es automatisch snappt und diese Animation ist auch hier jetzt verfügbar. Diesen Übergang kannst du jetzt auch als Vorgabe abspeichern. Das kannst du machen, indem du auf den Transformieren-Effekt gehst, dann einen Rechtsklick und dann Vorgabe speichern. Wir nennen das Animation Untertitel, wählen hier Ankerpunkt für Inpoint und dann auf OK. Du findest dieses Preset nun unter Vorgaben und kannst es in zukünftigen Projekten einfach per Drag and Drop auf den Clip schmeißen. Du kannst das Teil auch exportieren, um anderen Leuten zur Verfügung zu stellen. Rechtsklick drauf, Vorgaben exportieren, dann abspeichern. Das ist nicht so wirklich schnell gegangen. Easy Silvio. Dieses Preset und andere Presets haben wir auf unserer Webseite zur Verfügung gestellt. Einfach den Link in der Beschreibung anklicken. Dann kannst du hier bei den Vorgaben einen Rechtsklick machen, die Vorgaben importieren, dann das File reinladen in Premiere und schon hast du 6 coole Presets. Wie cool ist das denn? Voll cool. Lass uns ein Abo da. Danke und tschüss.